Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Jetzt wird's richtig geil. Micha, ich bin so aufgeregt. Wir werden so viele Sachen heute erleben, so viele Sachen zeigen, dass ich mich tausendmal versprechen werde. Aber dieses Auto haben wir noch nie gesehen. Also es gibt auch das, was wir hier haben, kein zweites Mal, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es ist so unglaublich geil, dass ich euch das zeigen muss. Wir haben dieses Auto vor einer Woche ungefähr gekauft. Und ich habe mich geärgert, dass wir die Kamera nicht mitgenommen haben zum Besitzer. Weil dieses Auto hat jemand in mühevoller Kleinarbeit von Grund auf neu aufgebaut. Aber ich spanne euch jetzt nicht länger aus die Folter. Bleibt jetzt mal einfach hier stehen und ich fahre mal eben unseren GSR raus. Was sagst du zu unserem Kübelwagen? Das ist unbeschreiblich anders. Das ist ein Kübelwagen. Aber fällt dir schon was auf, was an der Seite steht? Mhm. Es gibt einen Käfer GSR. Hier mal die kleine Abbildung. Das ist aber kein Käfer. Das ist ein Kübel. Ein Kübel GSR hat es nicht gegeben. GSR bestand ja damals für Sportlichkeit. Springen wir auf den Beifahrersitz, dann zeige ich euch mal, was mit Sportlichkeit gemeint ist. Micha, fällt dir irgendwas auf hier drin, was anders aussieht wie sonst? Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier? Für OBD? Richtig. Kannst du dir vorstellen, dass ein 73er Kübel OBD hat? Eher nicht. Genau. Was erinnern dich die Armaturen? Hast du die irgendwo schon mal gesehen? Golf? Polo? Nein. Aber VW, oder? Oder ist es Audi? Guck mal auf den Schaltknopf. Hast du den vielleicht schon mal gesehen? Opel? Auch nicht. Eigentlich sitzen wir in einem Ford Mondeo. Okay. Jetzt fragst du dich, so ein Kübel hatte damals, ich glaube, 46 oder 50 PS, ne? Was schätzt du, wie viel dieses Auto hat? 100? 170. Da hinten schlummert ein V6 Motor. Das ist ein unfassbar krasses Auto. Von außen sieht das benutzt aus. Ist natürlich auch ein altes Auto, aber vom Fahren her, ihr müsst euch vorstellen, als erstes, der hat eine Servolenkung. Und wir fahren mal einfach so ein Stück. Du hörst zwar hier so ein Blech klappern so ein bisschen, ne? Aber an sich fühlt sich das an wie ein normales Auto, ne? Was halt gerade sehr offen ist. Wir sind ja jetzt gleich auf der Geraden. Ist das geil? Was war das denn? Das ist ein V6 Motor. Das hat mich jetzt überrascht, da muss ich zugeben. Das hat mich. Ich finde, dieses Auto ist so ein Meisterstück. Es ist wirklich ein Meisterstück, dass wir dieses Auto jetzt sehr, sehr technisch gleich erklären. Aber ich wollte euch erstmal einen kleinen Vorgeschmack geben, wie sich das Ganze jetzt hier drin anfühlt und was das so ist. Aber Sound alleine auch, ne? Ja. Meinst du, wir werden im Sommer viel Spaß haben? Auf jeden Fall. Und guck mal, das müssen wir ja auch mal erwähnen. Hier mein Lichtschalter ist übrigens auch alles aus dem Ford Mondeo. Guck mal, Licht, Standlicht, Ablendenlicht, Fernlicht. Da reagiert der Ralf drauf. Lässt uns auch direkt rein. Hupe. Das ist krass. Eigentlich sitzt du in einem Ford Mondeo. Warum wir in einem Ford Mondeo sitzen, zeige ich dir gleich. Weil es wird echt sehr, sehr interessant und technisch sehr, sehr aufwendig. Alter, nicht weg. Alter. Wie kommt man hier raus, Marco? Alter, ey. Boah, erstmal Sendepause kurz, ey. Junge, ey. Das ist so wieder, wenn die Sicherung, ihr wisst ja. Ne? Manchmal geht es halt einem durch. Okay, wir haben jetzt erstmal 15 Minuten Sendepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Eigentlich macht man sowas vielleicht mal wenn nach einem Video drehen. Ne? Dann ist auch nicht so eine große Pause und die Luft hier so unangenehm. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Jeder von euch war mal jung, jeder von euch hat mal was am Kopf gehabt. Ich hab's immer noch. Wenn du jetzt von der Seite guckst, Micha, sieht das aus wie ein originaler Kübel. Ne? Und dieser Schriftzug, den gibt es serienmäßig so nicht, weil es gibt kein Kübel GSR. GSR, wie gesagt, war der Käfer, den gab es in diesem Gelb. Mit dieser schwarzen Heckklappe, schwarze Kofferraumabdeckung oder Gepäckraumabdeckung und dem gelben Streifen über die Stoßstange. Wir haben uns natürlich danach gerichtet. Aber wenn du jetzt so von hinten guckst,
Und guck mal so die Scheibe. Findest du, dass der nicht irgendwie ein bisschen breiter aussieht? Der sieht sehr breit aus. Das Auto ist auch um 18 cm verbreitert worden. Warum? Zeige ich euch. Ich glaube, so einen Motor gab es im Kübel nicht. Hier ist ein Mondeo 170 PS, 2,5 Liter V6 Motor drin. Und ich habe mich gefragt, warum hat der Besitzer oder der ehemalige Besitzer, der Erbauer, das gebaut? Und er sagte, Mensch, ich habe viele Freunde gehabt, die haben einen TVR und diese Gitterrohrrahmenautos. Und er hat gesagt, die sind qualitativ so fragwürdig. Und er sagt, es muss doch möglich sein, was Eigenes zu konstruieren, was auf einem auf einer Rennstrecke besser fährt wie so ein TVR. Und er sagte, das geht mit Sicherheit. Und hat sich dann diesen Kübel vor, ich glaube, 13 Jahren angefangen zu bauen aus der Idee raus. Hier habe ich mal so eine kleine Übersicht, da haben wir selbst von dem Besitzer zugeschickt bekommen, vom René. Ihr seht hier zum Beispiel, wie das ganze Projekt angefangen hat, den kaputten Ford Mondeo seht ihr hier, wie die Karosserie zerschnitten wurde, wie die auseinandergetrennt wurde, wie der Leiterrahmen erstellt wurde und wie das Ganze dann zusammengebaut wurde und wie man jetzt den Unterschied sieht von der Karosse, Serienkarosse zur verbreiterten Karosse. Also geile Bildergeschichte, bin ich froh, dass wir die auch noch bekommen haben, um sich überhaupt was zu zeigen, weil ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, weil dieses Auto, ich bleibe dabei, eine Meisterleistung. Ich habe in meinem Leben sowas noch nie gesehen, noch nie. Weil du siehst jetzt erstmal für dich als Laie nur so einen Motor da drin. Mhm. Ne? Du sagst ja, der gehört da nicht rein. Hier siehst du Servolenkung. Wie gesagt, ein Kübel mit Servolenkung hat es nie gegeben. Was sehen wir von oben noch? Motorsteuergerät. Da unten sehen wir noch einen Klimakompressor, der ist allerdings nicht angeklemmt. Und jetzt sagst du dir, für eine Servolenkung brauchen wir ja auch das Lenkgetriebe mit Servo. Und vorne war ja der Gepäckraumabteil beim Kübel. Hier ist der Tank vom Ford Mondeo, deutlich verkleinert. Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, alles vom Ford Mondeo. Selbst der Spritzwasser, also der für Spritzwasser, der Tank ist vom Ford Mondeo. ABS-System komplett, Kühlwasserbehälter, Aktivkohlefilter für den Tank. Also hier ist alles vom Ford Mondeo drin. Weißt du, wofür der Kübel eigentlich gemacht wurde? Der Kübelwagen heißt es richtig? Ich behaupte jetzt einfach mal, das war früher so Kriegszeiten Mannschaftswagen, irgendwie so in der Richtung. Meinst du, das war der Mannschafts-? Ich habe auch keine Ahnung. Es gibt hier mal ein paar Abbildungen, Kübel als Bundeswehr oder auch ein Kübel in Originalgelb. Also so sehen die serienmäßig aus. Und der sieht ja jetzt gar nicht so groß anders aus. Das Einzige, was hier überhaupt nicht zu passt, sind die Felgen, finde ich. Mhm. Aber da habe ich eine Idee. Der Jan ist in dem Moment gerade unterwegs und organisiert uns was. Das will ich euch auch gleich zeigen. Wir heben den jetzt mal hoch und dann sagt ihr, wow, von unten sieht der besser aus wie von oben. Muss der nicht unfassbar schwer sein? Das ist eine gute Sache. Wir werden den Wagen auch gleich wiegen. Die Waage steht nämlich schon da. Weil das wusste der René auch nicht, wie schwer das Auto ist. Das jetzt hier, was ihr hier seht, ist Schmutz, weil wir gerade durch den Regen gefahren sind. Aber Micha, komm mal von hinten und guck mal an der Kamera vorbei. Das sieht aus wie neu, ne? Dieses Konstrukt ist geil. Weißt du, was der Vorbesitzer beruflich macht? Ja, ist wie heißt das? Der Entwickler. Konstrukteur, genau. Okay. Das sieht man an so einem Auto. Ja. Auch. Weil ich sag euch, hier ist Gierenspalz hoch 10 reingeflossen. Ihr müsst euch ja vorstellen, wir haben hier die Vorderachse eines Ford Mondeos. Das ist der Fahrschemel eines Mondeos. Das Federbein, die Bremse, die Lenkung, alles ist Ford Mondeo. Und du siehst so ein Gewindefederbein, dass das Auto darauf angepasst wurde. Man muss das ja alles auch in einem Winkel haben, dass das ganze Rad gerade steht. Das, also schwer zu erklären, dass die Geometrie des Fahrzeuges passt. Und wenn du hier drunter guckst, das ist zum Beispiel das Häuschen oder die Karosserie, die Blumenplatte des Kübels. Hier ist einmal verbreitert worden. Und unter dem Leiterrahmen, hier siehst du auch nochmal eine Schweißnaht, die siehst du von hier durch, ist auch nochmal verbreitert worden. Und wenn ihr jetzt euch Details anguckt, sämtliche Halterungen, sämtliche Schläuche, das sind die Schaltseile, alles wohl konzipiert, Handbremse bis hinten zum Motor, der übrigens auch auf einer Vorderachse von einem Ford Mondeo steht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr baut den Ford Mondeo Motor aus, samt Achse, Lenkung etc. Lasst den auf dem Boden runter, schiebt den nach hinten und hebt ihn wieder hoch. Genau so ist das jetzt hier passiert. Und dann muss man sich gedacht haben, so jetzt hängt der Motor da irgendwie in der Luft, irgendwo drauf muss ich den bauen. Und dafür ist dieser Leiterrahmen gebaut. Alle Teile, die ihr hier seht, neu. Da ist also nichts, da ist kein gebrauchtes Teil dran. Da oben zum Beispiel seht ihr die Aufnahme des Federbeins. Also ich behaupte,
Ich habe in meinem Leben sowas noch nie gesehen. Dieses Auto wurde aus einer Bierlaune heraus gesagt, ich baue was Besseres wie ein TVR. Und jetzt sagt ihr euch, was hat er denn mit dem Auto gemacht? Dieses Auto war auf dem Bilsterberg und ist damit mit seinen Freunden natürlich eine Runde Rennen gefahren. Er hat dann sein Ziel erreicht, also seinen Traum erreicht. Auto hat Spaß gemacht, Bock gemacht. Er hat diese Halle nicht mehr und hat dann gesagt, jetzt gebe ich ihn ab, weil Mission erfüllt. Weißt du, ich glaube, ich zum Beispiel könnte mir nicht vorstellen, dieses Auto zu verkaufen, weil das ist ein Lebenswerk. Das ist einfach ein Lebenswerk. Und ich habe gefragt, warum gibst du das ab? Das gibt es kein zweites Mal. Sowas gibt es nie wieder. Ach, er ist halt was für offen. Und das Erste, was er sagt, er ist in seinem Beruf nicht ausgelastet, wo er jetzt arbeitet. Und ich habe sofort gesagt, hey, du bist bei uns herzlich willkommen. Weil da könnte ich mir vorstellen, ich stelle ihm meinen weißen S6 hin mit dem V8-Motor und stelle ihm einen Audi 80 hin und sage, ich hätte das gerne da drin. Weil wenn sowas einer gebaut bekommt, und egal, wo du hinguckst, Micha, die kleinen Details. Hier läuft eine Leitung lang. Ich glaube, das ist für die Servolenkung. Guck dir mal hier diese kleinen Halter an oder hier für Bremsleitungen, die Halter. An diesem Auto, weil ich Depp jetzt gerade bei Schmutz gefahren bin, ist es ein bisschen nass geworden. Ansonsten sieht der von unten aus wie gerade entwickelt. Jedes Bauteil wurde auch pulverbeschichtet. Und dieses Auto ist damals alles mit dem TÜV so besprochen worden, was man alles machen kann. Also das Auto hat noch keine Straßenzulassung, aber alles dafür gebaut, weil ihr seht, Handbremse, Lichtanlage, Bremsanlage, Blinker, Hupe, all diese Sachen funktionieren. Und jetzt sagen ja viele, ja, ist die Bremsanlage nicht vielleicht unterdimensioniert? Der kann ja nicht. Wir haben ja hier einen Ford Mondeo. Der einzige, was wir haben, der Ford Mondeo läuft so wie hier auf diesen Leiterrahmen. Amerikanische Fahrzeuge, die haben sowas auch. Und dann ist die Bodengruppe, das ist die Bodengruppe vom Kübel und diese alles, was hier schwarz ist zum Beispiel, ist die Unterboden. Und dann kommen hier die gelben Teile. Du siehst hier die ganzen Schrauben. Du könntest jetzt das Häuschen von der Geschichte trennen. Was mir an dem Auto nicht so gefällt, hatte ich ja gerade erwähnt. Einen Kübel mit 18 Zoll hat es ja nie gegeben. Wenn man jetzt wieder eine Kübelabbildung guckt, wie die meisten aussehen, haben die diese großen runden Radkappen. So ähnlich wie diese hier. Ich glaube, die sind vom T3 oder vom VW Käfer, ich weiß es nicht. Drei Stück habe ich im Museum gefunden. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie könntest du denn diese Radkappen an so Felgen bringen? Und guck mal, der Jan und der Julian bringen gerade in dem Moment was rein. Es gibt ja im Ford Mondeo Stahlfelgen. Und ich hoffe, das sind 16 Zoll Stahlfelgen, dass die 16 Zoll Stahlfelgen über diese große Bremsanlage passen. Weil dann können wir uns eine Aufnahme bauen. Guck mal, die Felge liegt jetzt da direkt. Und meine Idee wäre, die Felge schön zu machen. Ach, guck mal. Oh, perfekt. Geil, oder? Ja. Und dann hat das so einen Style wie einen VW Käfer oder wie ein originaler Kübel. Hier mal eine Abbildung von einem tiefer gelegten Kübel. Weil das gibt's auf jeden Fall. Jetzt erkennt man natürlich, dass das von der Dimension her größer ist. Aber es verrät nicht mehr so, das ist doch ein Ford Mondeo-Rad. Habe ich mal gesehen auf einem Ford Mondeo. Also ihr versteht, was ich meine. Ich versuche diese Optik jetzt oder dieses Meisterwerk noch ein bisschen zu verfeinern. Zum Beispiel zur Karosserie, weil ich gefragt habe, wo hast du denn die, hast du dann damals eine Kübelkarosserie gekauft? Da sagt er, ja, ich habe aber einen Fehler gemacht, ich habe die günstigste Kübelkarosserie gekauft, die es gab. Und wie man sieht, diese Flickenteppiche hier, die hat nicht der René geschweißt, sondern die waren früher schon, weil diese Kübel sind an allen Ecken und Kanten, so wie hier zum Beispiel siehst du, oder hier auch, ist so ein Fleckenteppich drin. Der hat die Karosserie dann quasi abgehoben, wurde komplett entlackt, die Karosserie, wurde dann grundiert und anschließend hat er gesagt, dieses Gelb ist leider nur eine Garagenlackierung, weil irgendwann auch die Kosten natürlich einfach durch die Decke gehen. Ne? Was mich jetzt über meine Finger juckt, Julian, lass den mal ein Stück tiefer, wir gucken mal, ob die Räder überhaupt passen, ob unsere Idee verwirklichbar ist. Zum Beispiel, was mir auch nicht gefällt, aber so anders nicht lösbar ist, dieses hier vorne ist beim Kübel nicht serienmäßig. Aber hier drunter siehst du ja den Leiterrahmen und den deckst du damit ein bisschen ab. Mhm. Das war vorher gelb, wir haben es jetzt erstmal schwarz gemacht, dass es nicht so ins Auge scheint. Kommen wir mit nach hinten, das ist alles Serie. Aber hier zum Beispiel siehst du ganz gut, hier ist ein Streifen eingeschweißt, breiter. Ja. Und hier. Und wenn du jetzt eigentlich hier hinten den Deckel aufmachst, guckst du beim Kübel auf den Motor. Hier ist aber kein Motor drin, weil dann hier guckt uns unsere Auspuffanlage an. Und die könnten wir zum Beispiel noch ein bisschen verfeinern, weil das ist ein originaler Ford-Schalldämpfer. Ich glaube mich zu erinnern, dass beim Kübel durch diese Löcher, so wie jetzt hier, auch der Auspuff rauskommt. Aber ich meine, es waren zwei Auspuffrohre. Und weil ich persönlich das jetzt hier nicht so schön finde, dass der Cut, der originale Cut von dem Ford Mondeo,
Das haben wir auch wieder schwarz gemacht. Ich würde das Ganze weiter nach innen bauen. Also alles weiter hier rein und ein bisschen in die Höhe. Und dann einmal ein Rohr hier raus, ein Rohr hier raus. Und dann hier das Blech zumachen, dass uns nicht dieser Auspuff verrät. Weil wenn wir jetzt 5 Schritte zurückgehen, sieht das nicht unschön aus, ne? Ja. Das sind aber so Kleinigkeiten, die wir jetzt noch machen können. Ich sag ja, können wir, glaube ich, 3 Stunden über das Auto reden. Weil ich wollte es gerade sagen, wir werden alles mit diesem Auto begleiten, was wir daran noch machen. Aber am meisten freue ich mich drauf, nächstes Jahr werden wir mit dem Auto auf jeden Fall auch auf den Bilsterberg fahren. Und ich finde, mit diesem schwarzen Style, mit der Motorhaube, Heckklappe und dem seitlichen Kübel GSR, geben wir dem Auto erstmal einen richtigen Namen. Weißt das du, sieht stimmig aus. Ich finde auch, das sieht geil aus. Das sieht auch stimmig aus, was da kommt. So, einmal und das ist die halbe Margarita und dieser Lahm. Das reicht für mich, super. Im Moment haben wir auf Pizza, ne? Wir haben so eine Phase. Wir haben so eine Pizza-Phase. Julia, du machst mich glücklich. Sag mir, die Räder passen, ne? Und wie die passen. Geil. Und ich finde es jetzt schon, mach mal hinten ruhig auch ein Rad drauf, dass wir uns das besser vorstellen können. Auf jeden Fall finde ich das einfach stilechter, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, das sieht wirklich gut aus. Ich finde, wenn ihr jetzt so guckt, das sieht jetzt halt aus wie ein Kübel, ne? Da wird man weniger erahnen, wenn wir rumgehen. Es sieht halt irgendwie für mich falsch aus. Wir werden die Felgen natürlich auch noch richtig geil aufbereiten, also schön sauber machen, neu schwarz lackieren und dann mit dem Chromdeckel uns was bauen, dass wir das Ganze so hinbekommen. Ich möchte, dass ihr hierher kommt oder die Leute, die das Video jetzt nicht gesehen haben, sich denken, hä? Der wirkt irgendwie ein bisschen breiter. Gab es denn einen GSR-Kübel? Dann wird vielleicht mal kurz gegoogelt. GSR-Kübel gibt es gar nicht. GSR-Käfer, finde ich. Und dann macht man so einen kleinen Blick hier unter die Haube oder wirft hier durch das Netz, sieht man ja auch so ein bisschen Motor. Dann kommen schon die ersten Fragen auf. Auch so die Details hier, ne? Voll geil. Auf jeden Fall. Wenn man sich sagt, das ist ja ein reines Fun-Auto. Also damit kannst du ja morgens nicht zur Arbeit fahren, weil Heizung, jock, keine. Und wenn du sagst, dir ist noch nicht genug Wind, also da bläst bestimmt ordentlich Wind, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Komm wieder vorne. Was denkst du, wofür die Nupsis hier sind? Boah. Das sage ich, weiß ich nicht. Nee. Ich habe gesagt, falls du nicht genug Wind hast. Das war so Serie? Das ist beim Kübel alles Serie. Und alles wurde erhalten. Auch die Scheibe musste ja 12 cm verbreitert werden. Oder 18 cm. Stimmt. Dass das hier in die Nupsis reinpasst. Ist nicht jedermanns Geschmack. Aber ich habe gesagt, dieses Meisterwerk muss in einem Museum, weil ich glaube, wir für Kuriositäten ja echt bekannt sind. Ne? Sei es der Scirocco mit dem DSG-Getriebe, sei es ein Daihatsu Charade mit Turbomotor oder was auch immer. Oder ein Audi V8, der jetzt ein 5-Zylinder ist. Also wir haben, glaube ich, Kuriositäten genug. Und dieses Auto hier ist einfach ein Auto, wo ich sage, das wäre zu schade, wenn der für einen Trackday irgendwo umgebaut würde. Und deshalb haben wir den jetzt hier. Die Jungs legen jetzt die Platten drunter und dann wird der mal gewogen. Was denkst du, was wiegt sowas? 1,5 Tonnen? Ich glaube eher weniger. Wir müssen mal jetzt mal eben googeln oder Wikipedien, was wir hier an Gewichte haben von einem originalen Ford Mondeo. Ein Kübelwagen wird wahrscheinlich keine 800 Kilo wiegen. Da aber der Leiterrahmen, Servolenkung, alles wurde übernommen. Ich glaube, dass der mindestens 1300 Kilo hat, was aber leicht wäre. Ja, dann lass mal runter. Dann bin ich mal gespannt, was hier gleich bei Total steht. Auto ist frei. Boah, krass. 1175 Kilo circa. Da kann man mit Sicherheit noch einiges an Gewicht raushauen. Einiges an Gewicht. Also Klimakompressor könnte man abmachen, wenn man die Servolenkung nicht will und. Alles das könnte man ausbauen. Aber 1000... Verteilung. Genau, für viele Leute, die Motorsport fahren, das wird vielleicht auch berechnet, guckt euch mal, das ist hier vorne links, vorne rechts etc. Also so wie es hier steht, so sind die Gewichte. Und die Verteilung der Gewichte, ich bin zum Beispiel kein Rennfahrer, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, das ist gut. Aber wie gesagt, zu dem Auto gibt es so viel noch zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber glaubt mir, ich werde euch bei jedem Video mitnehmen. Das versprochen. Erste Probefahrt, erste Prüfstandslauf, seid ihr natürlich auch dabei. Bis dahin, ciao.